Aber das Nachspielen ging ja jetzt relativ fix, muss ich sagen. Ne? Wir wussten ja schon, wie alles geht. Die Essstäbchen nehme ich. Und jetzt probiere ich das nochmal mit diesem Boot hier. Also. Öffnen. Verzeihung, Miss. Lauf ein bisschen Miss, schneller. Sie wünschen? Können Sie mir etwas empfehlen? Oh, das Sushi ist hervorragend. Unser Küchenchef ist einer der besten Köche der Welt. Was ist Sushi? Ist das Ihr Ernst? Das ist heutzutage jeder. Okay, ja. Sushi ist roher Fisch, der aus natürlichen Zutaten aus dem Ozean kunstvoll zubereitet wird. Das klingt ziemlich ekelhaft. Nein, das klingt wir voll haben geil. Noch ein warmes Gericht für weniger aufgeschlossene Menschen wie Sie. Versuchen Sie die flambierten Kuddeln. Ja, die nehme ich. Kann ich etwas bestellen? Sicher. Was darf ich Ihnen bringen? Was ist die Spezialität des Hauses? Sushi. Oh, unflambierte Kuddel. In Ordnung. Eine ausgezeichnete Wahl, Sir. Wir müssen das sagen. Ihre Bestellung wird in Kürze gefangen. So, jetzt probiere ich nochmal Essstäbchen. Und jetzt verwende Essstäbchen mit Sushi-Bootkanal, oder? Schätze ich mal. Sobald das Ding hier in der Nähe ist. Das passt nun wirklich nicht zusammen. Oder einfach nur verwende? Nein, immer wenn Elaine versucht, mir das Essen mit diesen Dingern beizubringen, landet nachher die ganze Schüssel heißes Sake auf meinen Schoß. Wir warten nochmal, dass einmal durchfährt. Vielleicht geht's ja dann. Aber in der Auswahl steht es nicht drin. Das ist das, was mich so ein bisschen irritiert. Nein, immer wenn Elaine versucht, mir das Essen mit diesen Dingern beizubringen, landet nachher die ganze Schüssel heißes Sake auf meinen Schoß. Dann fehlt uns anscheinend noch irgendein Objekt und wir kommen später nochmal her. Ich gehe jetzt erstmal raus und vom Hafen runter, dort wo das richtige Gesaufe stattfinden soll. Noch ein bisschen Party mit den Piraten. Vielleicht brauchen wir so einen Haken vom Meat-Hook. Wo ist hier die Part? Da blinkt was. Anscheinend hat in letzter Zeit jemand ziemlich viele Grogs getrunken. Wechselgeld schon. Hey, eine Münze. Nimm sie. Das hebe ich nicht auf. Ja, oder? Münze? Eine Münze. Ja, nimm sie. Können wir den jetzt benutzen? Ich bin reich. Verwende. Ich bin reich. Mit Automat. Kaputt. Dämlicher Grog-Automat. Oh. Treten. Schlagen. Ah. Schütteln. Kennt ihr das? Wenn der Automat eben... Da ist ja immer so eine Spirale, die sich dreht, ne? Und manchmal ist das so blöd eingestellt, dass es sich eben nicht weit genug gedreht hat und das Ding fällt nicht runter. Das hat mich immer so aufgeregt. Wir waren noch Schutz zu Schulzeiten. Ich weiß gar nicht, was waren das? Oh, vielleicht 5., 6. Klasse oder sowas. Da hatten wir Schwimmunterricht. Und da sind wir einmal die Woche eben zu einer Schwimmhalle gefahren. Mit der ganzen Klasse, haben dort Schwimmunterricht gehabt und dann hinterher, wenn man darauf wartet, dass die endlich mal alle rauskommen, ne, weil die Jungs sind meistens ein bisschen schneller mit den Haaren trocknen und sowas als die Mädels, ne, und dann wartet man ein bisschen draußen im Wartebereich und da standen dann immer so Automaten. Und da habe ich mir gerne mal so eine Karazza, so eine Beefy Karazza heißt es, glaube ich. Also sowas wie eine Calzone, aber in Mini von Beefy. Habe ich mir dort eigentlich immer nach dem Schwimmen eine gegönnt aus dem Automaten. Und manchmal kommt die Scheiße aber halt nicht runtergefallen. Ne? Dann ruft man ein paar andere Kinder zusammen und alle rütteln an dem Ding, bis es rausfällt. Ja. Gib mir sofort mein Geld zurück. Ah, geht doch.
Das waren Zeiten. Und wenn man Glück hatte, ist noch ein bisschen mehr rausgefallen. Betrachte Krogdosen. Jackpot. Nimm Krogdosen. Trinke Krogdose? Guybrush, was habe ich dir über Grog erzählt? Ah. Guybrush Ulysses Threepwood. Kein Grog, bevor ich alles erledigt habe. Sein Name ist Ulysses? Es ist ja genau wie bei Perry. Dr. Perry Cox. Dr. Perry Cox von Scrubs. Der hieß auch Perry Ulysses Cox. Der hat einen Einstecken halt. Keine Ahnung. Ich habe schon einen. Du nimmst dir nur einen und lässt die anderen liegen? Wow. Aber nett. Ob wir den Grog vielleicht auf das brennende Boot kippen sollen? Die ganze Bar entflammt jetzt? Das ist die zweitschönste Galionsfigur, die ich je gesehen habe. Hey, sie hat Löcher in den Ohren. Wer verpasst denn einer Galionsfigur Ohrringe? Das passt nun wirklich nicht zusammen. Ja. Sie. Wer? Was? Wo? Oh nein, nicht schon wieder. Lass mich einfach in Ruhe, okay? Die meisten Piraten würden sich über eine prachtvolle, leblose Galionsfigur freuen. Aber nein. Du musstest mir ja unbedingt diese Voodoo-Ohrringe verpassen. Nun, hier bin ich. Eine magische, sprechende, wahnsinnige Galionsfigur. Entspreche ich deinen Erwartungen? Hey, eine sprechende Galionsfigur. Hey, ein sprechender Affe. Eigentlich bin ich ein mächtiger Piratenkapitän. Abgesehen davon gibt es keine sprechenden Affen. Glaubst du? Ich kenne jeden Winkel in diesem tropischen Pseudoparadies und ich habe schon alles gesehen. Wesentlich mehr als ein grockumnebelter Niemand wie du. Okay, gut, wir plaudern dann später weiter. Wunderbar. Hey! Welcher Spinner hat mich rosa angemalt? Ich finde, die Stimme ist völlig unpassend. Die Stimme ist irgendwie übelst rau und herb. Also, weiß nicht, ich hätte mir da eine etwas größere und kräftigere Frau zu der Stimme vorgestellt. Aber na gut, es ist ja eine Holzfigur. Die wahrscheinlich seit Zehnten auf dem Meer herumschwimmt, also da kommt die raue Seemannsstimme her, ne? Galionsfigur? Was denn? Was denn? Gott, warum kann ich sprechen? Welcher schrecklichen Laune der Natur verdankst du die Fähigkeit zu sprechen? Das war eine dumme Geschichte. Ich hab mal den Kurs einer uralten Schaluppe gekreuzt. Woher hätte ich wissen sollen, dass der Lagerraum mit Voodoo-Wurzeln vollgestopft war? Plötzlich fiel irgendein Voodoo-Dingens von Deck mir genau vor den Bug. Tja, und dann konnte ich sprechen. Kann dir doch egal sein, Spatzenhirn. Interessant. Und warum bist du so schlecht gelaunt? Wieso bist du so schlecht gelaunt? Du wärst auch schlecht gelaunt, wenn ich dich an den Bug eines Schiffs nageln würde. Auch wieder wahr. Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Vielleicht kennst du mich aus deinen Albträumen. Nein, das glaube ich nicht. Das solltest du aber. Pass auf. Ich bin der König der Welt! Woo! Aufhören! Das war ja schrecklich! Ist das die Figur von der Titanic oder was? Nee, oder? Möchtest du mein offizielles Schiff sein? Möchtest du mein Anker sein? Im übertragenen Sinne. Ein emotionaler Anker. Im wörtlichen oder übertragenen Sinne? Wie soll ich dir das erklären? Verwandle dich in eine Qualle und vertrockne am Strand. Oh Gott, die kann es echt nicht leiden, ne? Als Kapitän bin ich besser. Wie lange warst du eigentlich Hotelpage, bevor sie dich befördert haben?
Ah, der Anzug. Ja, jetzt sehe ich's. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Hotelpage. Kennt ihr den Film, das Grand Budapest Hotel? Ein bisschen in die Richtung geht der Anzug. Aber ich glaube, die waren blau. Ich glaube, die Anzüge vom Grand Budapest Hotel waren blau. Aber trotzdem. Nein, ich glaube nicht. Tja, dann verzieh dich, Kleiner. Du versperrst mir die Aussicht. Sprechen wir von was anderem. Klobürste Threepwood. Galionsfigur? Was denn? Ich suche nach etwas Blauem. Ich suche nach etwas Blauem. Sind wir nicht alle irgendwie auf der Suche? Aber es ist wichtig. Ich brauche etwas Blaues, das eine Braut auf ihrer Hochzeit tragen würde. Oh, du wärst wirklich eine bezaubernde Braut. Ah, nicht für mich. Es ist für meine Frau. Ich kann ihr nicht helfen. Aber wenn du ihr Mann bist, ist sie vermutlich blau wie ein Veilchen. Hast du schon mal was von einem Voodoo-Talisman mit dem Namen Ultimative Beleidigung gehört? Sicher. Was ist damit? Oh, sie kennt sich aus? Weißt du, wo sie ist? Sehe ich so aus? Weißt du, wie sie aussieht? Sehe ich so aus? Ich habe gehört, dass sie sogar den stärksten Piraten in einen sabbernden Lappen verwandelt. Wirklich? Hast du wirklich noch nichts davon gehört? Nein, ich habe von diesem ultravioletten Beileidsunsinn noch nie etwas gehört. Ich wollte dich nur ein wenig ärgern. Mann, geh mir aus der Sonne, okay? Galionsfigur? Was denn? Mann, geh mir aus der Sonne, okay? Okay. Können wir ihr vielleicht... die Halskette anlegen? Eine Dame von deiner Schönheit sollte eine Kette haben. Oh, wie aufmerksam. Du erinnerst mich an die Tochter, die deine Eltern immer gern gehabt hätten. Warum ist die so gemein? Was haben wir ihr denn angetan? Stift an Kette? Was willst du eigentlich von mir, du Sockenbügler? Wir bräuchten jetzt immer noch was Blaues. Bist du ein Grog? Nein, mein Grog. Ich habe sie gerade nicht richtig ausgewählt. So. Ich fürchte, das würde ihr nicht gefallen. Der Stempel? Tinte könnte man theoretisch als blau bezeichnen. Ich fürchte, das würde ihr nicht gefallen. Nein. Dann brauchen wir noch irgendwas Blaues. Ich weiß noch nicht genau was. Sprich mit Erster Käse. Hi ho, Mr. Käse. Ahoi. Ja. Was, Carla? Carla ist doch gar nicht hier. Wie ist es da unten? Ruhig. Zu ruhig. Also Carla ist die Schwertmeisterin, ne, aus dem ersten Teil. Worüber beschwert sich Carla? Oh, sie hat mit Otis eine Runde Beleidigungsschere Stein Papier gespielt. Der Verlierer sollte das Deck schrubben. Sie hat verloren. Es gibt keinen Omano Bazong. Das wollte ich diesem australischen Bastard auch erzählen, aber es hat nicht funktioniert. Okay, wo ist Otis schon wieder? Sag mir bitte nicht, dass er schon wieder im Gefängnis steckt. Wo ist denn Otis schon wieder? Oh, er muss hier irgendwo sein. Ich habe ihm verboten, den Hafen zu verlassen. Oh, ich kann es gar nicht übers Herz bringen. Soll ich ihm von der Scamba erzählen? Ich muss Ihnen etwas über die Scamba sagen. Was könnte das sein? Oh Gott. Sie ist bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Der war gut, Threepwood. Ich glaube, ich hätte davon gehört, wenn das passiert wäre. Was soll's, die Scamba ist weg. Na und? Warum nicht? Sie haben ja immer noch Ihren Job als Navigator. Ja, für weitere zwei Akte. Das Spiel hat noch zwei Akte? Wir haben letzten Sonntag nicht mal Akt 1 fertig. Sorry, man sollte eigentlich nicht mit vollem Mund sprechen. Wir haben letzten Sonntag
nicht mal den Akt 1 abgeschlossen. Das haben wir erst heute geschafft, ne? Wir sind jetzt in Akt 2. Und er sagt, da kommen noch 2 Akte. Wie lang ist dieses Spiel? Oder bin ich so schlecht und so langsam? Wow. Sie erraten nie, was ich über diesen schmierigen Charles L. Charles herausgefunden habe. Was? Der Kerl ist LeChuck. Natürlich inkognito. Wie wär's damit? Ich muss Ihnen noch etwas über die Scamba sagen. Also was? Ich hasse dich, Xela. Also, ich bin jetzt der Meinung, ich komme gar nicht so schlecht voran, oder? Alles in Ordnung, kein Grund zur Beunruhigung. Das wollte ich hören. Ich muss Ihnen noch etwas über die Scamba sagen. Also was? Irgendjemand hat alle Scheiben eingeschlagen. Ach, es ist immer dasselbe. Die gute, alte, salzige Seeluft sorgt für frischen Wind in der Kajüte. Okay. Ich muss zurück an die Arbeit. Arbeit? So nennen Sie das also? Eine grobe Schätzung über die Spiellänge. Ich denke mal, wir sitzen nächsten Sonntag auch noch dran, oder? Denkst du, wir schaffen das heute noch? Ich fürchte, das würde ihm nicht gefallen. Den Grog, der Grog würde ihm voll gefallen. Aber gut, dann halt nicht. Wir brauchen was Blaues. Warum läufst du nicht? Gehen wir mal zum Meathook. Da war ich heute noch gar nicht. Vielleicht können wir dem ja einen Grog anbieten oder so. Die Lampe mitnehmen? Nein. Oh, wir können einfach reingehen? Das konnten wir das letzte Mal nicht. Hallöchen, Meathook. Alter Kumpel. Ich beklau dich erstmal, während du nicht aufpasst, ja? Welch kraftvolle Farben. Das hebe ich nicht auf. Er malt mit buntem Wachs auf seinen Haken. Was gibt es Schöneres als ein Fass voller Wachs? Hier stehen wirklich jede Menge Fässer mit komischem Zeug herum. Ja, Leinwände. Und Wachs. Vielleicht hast du ja blaue Farbe oder so, keine Ahnung. Störe Meathook. Im Stören bin ich gut. Meathook! Guybrush, ich habe gehört, dass dich eine Riesenmuschel vernascht hat. Was? Das wäre mir neu. Vernascht von einer Riesenmuschel. Nee, husten Sie mal, du kannst da gerne mal so eine grobe Schätzung ablassen, wie lange wir hier noch dran sitzen. Würde mich mal interessieren. Aber ich denke nicht, dass wir das heute noch fertig kriegen. Weiß nicht, hab da so ein ungutes Gefühl. Wenn wir heute erst Akt 1 geschafft haben, jetzt gerade in Akt 2 drin stecken und dann kommen noch 2 Akte, könnte ich mir vorstellen, dass wir nächsten Sonntag auch noch mal hier dran sitzen.